Okay, das ist jetzt der Review zu einem weiteren Combat Shard. Under Armour, auch von der Firma Massiv, im Einsatz bei der britischen Armee. Besteht zu 100% Polyester im Torso-Bereich und an den Seiten aus 100% Baumwolle oder einem ähnlichen Mischgewebe. Ich habe die Ärmel abgeschnitten. Die bestehen im Original aus dem gleichen Material wie, das, wie eine normale Feldbluse. Was ist das Besondere an den Shirts? Zum einen sind sie sehr kurz geschnitten unten. Das heißt, man kriegt die wirklich nicht gut in die Hose rein, auch wenn das jetzt L ist. Am Kragen ein Abschluss mit Reißverschluss. Manche mögen es, manche mögen es nicht. Da der innen noch eine relativ sanfte Leiste hat, stört es eigentlich nicht wirklich. Auf den Oberarmen sind Taschen aufgesetzt, Kletttaschen mit Fangösen und eben Klettsachen, um Rangabzeichen aufzubringen. Man hat auf beiden Seiten diese Taschen, die sind recht voluminös und im Prinzip auch gut zu erreichen. Hinten, wie man sieht, auch 100% Polyester, also das gleiche, gleiche wie vorne auch. Die Ärmel sind normalerweise normal lang mit Taschen, wo man Polster an den Ellenbogen und an den Unterarm eindringen kann. Die Polster habe ich noch. Die Ärmel selbst, wie gesagt, habe ich abgeschnitten, damit ich ein Shirt habe, mit dem ich auch so nochmal draußen unterwegs sein kann. Macht einen guten Eindruck. Ich habe 15 Euro dafür bezahlt, damals es noch ganz war. Und bin bis jetzt ganz zufrieden damit. Trägt sich sehr angenehm. Sehr ähnlich wie ein Funktions-Tracking-Shirt, bis eben auf die Taschen auf den Oberarmen. Macht eigentlich Spaß. Massiv Under Armour British Army Version in L.